Meine Damen und Herren, wir haben eine weitere Nominierung heute für Sie. Und schauen Sie sich bitte an, was ich da gesehen habe bei QVC. Schauen Sie mal hier. Hallo, bonjour à la maison. Ja, guck mal, erstes Mal, das ist eine Bratpfanne. Eine 28 cm Domesseur. Und jetzt mache ich ein bisschen Butter drin. Und Honig, das wir vor Äpfel mit Zimt gebraten. Das ist total lecker. Und natürlich, das ist auch sehr gut für die Verteilung. Und siehst du, meine Käseschmarrn, das klebt überhaupt nichts. Das ist dieser Vorteil, was ich meine. Von der Firma Dupont, sie wissen professionell, kratzenfest, das heißt... Kratzenfeste, darauf habe ich jetzt schon seit 2 Minuten gewartet. Das heißt, ich könnte wirklich mit Metall drehen. Ich meine, das ist Metall, kein Problem. Natürlich, sollte aufpassen, keine wilde Tiere. Und nicht... Haben Sie was verstanden? Meine Damen und Herren, großartig, oder? 28 cm Durchmesser. Ja, ey, und am wichtigsten ist Itzverteilung. Itzverteilung. Hier, Itzverteilung. 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 Ja? Und diesen Mann, meine Damen und Herren, mussten wir nominieren. Deswegen nominiert für den Goldenen Rat der Woche ist Gérald Vespizet von QVC. Und heute Abend hier bei uns in die Show. Herzlich willkommen, Gérald Vespizet. Gérald Vespizet. Ja. Attends, ganz kurz. Großartig. Ja. Das heißt, Gérald, du bist Franzose? Ich bin Franzose, ja. 100%. Das ist warum ich bin mit Wein für dich. Ah, Wein für mich. Ah, Baguette Chateau, für dich. Chateau Aubrison. Das ist sehr lecker. Ah. Und habe ich noch was für dich. Wo kommst du her aus Frankreich? Aus Cannes. Aus Cannes? Süde. Ha, schönes Wetter. In Deutschland, wir sagen immer, wer kann, der kann. Ja, ja. Danke dir. Guck mal, schönes Geschenk für dich. Oh, ein wunderbarer Bratpfanne. Nee, das ist... 28 cm Durchmesser. Das ist ungefähr genau das gleiche. Wunderbar. Nee, das ist, ist das hier mit der X-Verteilung? Volong. Sehr gut. Sehr gut. Gleichmäßig vom Zentrum bis Ende auf Boden. Vom Zentrum bis Ende auf Boden? Sehr gut. Sprichst du auch Französisch zum Beispiel? Ja, ich spreche auch Französisch un peu. Ja. Je ne parle pas bien, mais je comprends un peu. Ja, ja, super, das freut mich. Vielleicht. Ja, genau. Komm mit. Ja, erstes Mal. Ja. Ein Geschenk für dich. Das ist ein Geschenk für mich. Ja, genau. Du hast auch, ich denke, auch verdient. Dankeschön. Nur, weißt du, was machen wir heute? Ein paar Crêpes. Du musst auch was lernen, weil ich gehört, du bist total schlecht zum Corona. Ja, Corona. Zum Corona habe ich auch gemerkt. Ja, sehr gut. Und jetzt, weißt du, was machen wir jetzt? Das ist der Crêpe. Ich habe, was brauchen wir für Crêpe? Vielleicht Hummersoup? No. Du meinst Hummer? Oder heiße Tasse? Heiße Tasse. Ah, ja. Oder Ack Braton? Warum bist du so lieb mit mir? Ack Braton? Wie sagst du mal? Ja. Ack Braton. Ack Braton, ja, genau. Entschuldigung. Oder Himbeere? Ja, Himbeere, ja. Himbeere, das passt doch schon. Ja. Habe ich kein Problem. Habe ich da gerade einen Ansatz von einem Haar gehört bei dir? Wie sagst du das? Himbeer. Ey, das ist dumm gelaufen für mich. Weißt du was? Na, 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 na. Dumm gelaufen. Na, guck mal, erst, du musst ein bisschen was lernen. Hast du schon einen Crêpe gemacht? Habe ich nur eine Spezialcrêpe für dich. Ah, Crêpe, ja. Habe ich noch nie gemacht? Und, ja, vielleicht schon. Ist aber so ähnlich wie Kaiserschmarrn, ne? Wie Kaiserschmarrn, ja. Ja. Und diese Crêpe, das ist eine Spezialcrêpe extra für dich. Warst du unik? Unik leider nicht. Unik brauchst du nicht. Habe ich extra Speck. Ah, Speck. Speck, Ingwer, Pilze. Ah, Speck aus der Ecke. Mit Ingwer. Ah, mit Ingwer. Habe ich gehört, du hast so viele hübsche Mädels hier. Was? So viele hübsche Mädels. Hübsche Mädels. Ah, hübsche Mädels. Ja, natürlich. Denke, alles voller hübsche Mädels. Und vielleicht, ich denke, du brauchst was ein bisschen. Ja. Was mit Ingwer, was damit ich Eis werde. Ja, genau. Du musst Eis werden hier. Was ist der Durchmesser hier? Das ist eine 24 cm Durchmesser. Und das ist wirklich einfach genial. Weißt du was? Du musst einfach versuchen, zum Umdrehen. Ach so, wenn. Muss ich werfen oder was? Werfen vielleicht besser nicht. Weil, so, wie ich kenne dich. Nein. Nicht. Non, non. Ist gefährlich.
Das Moment. Ist genau. Und Klaus, mir ist schon angekokelt in deiner Pfanne hier. Ja, das ist egal. Wir haben eine spezielle Beschichtung. Du solltest unbedingt probieren. Ich probiere jetzt einen. Der schmeckt einfach genial. Sehr, sehr gut. Ich probiere jetzt Gerald. Gerald. Ich probiere da jetzt was von. Meiner ist ein bisschen hier verbrannt. Das liegt wahrscheinlich an der Itzverteilung. Ja, genau. Und, genau. Vielen Dank, dass du hier zu uns gekommen bist. Das war sehr spannend. Ich glaube, ich habe das Gefühl, die Leute, die lieben dich eis und innig. Ich auch. Meine Damen und Herren, Gerald Vespizé, vielen Dank. Gerald, merci. Merci beaucoup. Ich hab merci beaucoup. Gerald. Merci. Merci.